Mirmes Pipic, so etwas wie der Mann der Woche am Freitag mit dem Last-Minute-Ekstase-Treffer zum Sieg gegen Essen und in Sandhausen maßgeblich am Elfmeter beteiligt. Der Trainer sagt, war keiner, Hand aufs Herz, faul. Boah, ich muss ehrlich sagen, in der Situation habe ich das auch so wahrgenommen, als ob ich den kaum berührt habe. Aber wenn ich mir die Bilder nochmal anschaue, dann habe ich schon so eine unnatürliche Bewegung gemacht mit meinem rechten Fuß. Trotzdem aber weiß ich, dass ich es zurückgezogen habe. Ist halt jetzt Elfmeter, habe ich halt Pech gehabt. Weiter geht's. Du hast dir vorgenommen, torgefährlicher zu werden. Mit dem ersten Saisontreffer hat es gegen Essen super geklappt. Und gestern in Sandhausen auch mit einer Monsterchance direkt nach der Pause. Wie hast du die Szene erlebt? Boah, ich hatte schon mal so eine Szene gegen VfB Stuttgart damals im Pokal. Das war identisch gleiche Szene. Und ich habe den Ball auch super getroffen. Ich meine auch, der wäre auf jeden Fall drin gewesen, wenn der nicht geblockt hätte. Aber ja, leider kein Glück gehabt. Hätte mich natürlich gefreut, wenn ich dann direkt nachlegen könnte. Ihr hattet ja dann eine weite Rückfahrt mitten in der Nacht und Mitspieler Kilian Jakob hat Geburtstag gehabt um Mitternacht. Wie muss man sich das vorstellen? Gratuliert ihr denn alle im Bus oder schlaft ihr einfach durch? Boah, ist mir gerade ein bisschen peinlich, weil ich glaube, dem Jungen hat keiner gratuliert. Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen. Dann musst du das jetzt gleich nachholen. Ihr wart nachts um 3:30 zu Hause. Reicht denn für Sonnabend die Kraft fürs dritte Spiel in einer Woche? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind fit. Der Trainer hat uns in der Vorbereitung allen Spielzeit gegeben. Wir haben Spieler, die heiß sind auf der Bank. Und ich denke schon, dass der Trainer da die richtige Elf auf den Platz bringen wird, die alle fit sind. Du bist ja einer der Dauerläufer im Team, hast gegen Essen 14 Kilometer abgespult, das ist ja wahnsinnswert. Jetzt bleiben nur 2 Tage Zeit bis Samstag. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was macht man da? Kältekammer, Schokolade essen, Massage, viel schlafen. Was ist das Geheimnis? Ja gut, jeder hat so seine eigenen Abläufe, wie der das alles handhabt. Bei mir ist es eigentlich ganz simpel. Ich versuche mich gut zu ernähren. Das ist so das Hauptding, gut und viel zu schlafen. Und ja, sonst eigentlich auch mich auch zu dehnen, ausrollen und ja, so, das sind so die Hauptdinger, die ich mache. Und wie gesagt, bei jedem ist es so ein bisschen anders. Dann gute Regeneration und viel Erfolg gegen Lübeck. Dankeschön.